Hi, wir sind's wieder, eure Cook Brothers. Heute nur ich alleine. Aber ich zeige euch heute mal wirklich ein Koch-Basic. Und zwar ein Kräuteröl. Und nicht nur ein Öl, was aromatisiert ist mit Kräutern, sondern wirklich euer ganzes Kräuterbeet in einem kleinen Gläschen. Lasst ein Like und ein Abo da. Viel Spaß beim Video. Los geht's. Wie ich euch ja gerade schon erklärt habe, braucht ihr wahrscheinlich nie wieder oder für einen sehr langen Zeitraum zumindest nicht, keine Kräuter mehr schneiden, weil ihr wirklich quasi den ganzen intensiven Geschmack verschiedenster Kräuter in einem Glas habt oder in einer Flasche, wie auch immer bei euch. Und ich finde das mega, weil man das quasi schön dosieren kann und damit kann man A, wirklich wesentlich schöner anrichten und B, kann man dem Ganzen auch nochmal einen tollen Geschmack geben. Und wo immer ihr Kräuter ranmachen könnt, könnt ihr ab jetzt dieses Öl ranmachen. Aus Minze, Schnittlauch, Koriander und Petersilie, da haben wir quasi einen schönen Mix. Bisschen Minze gibt da eine tolle Frische drin und der Schnittlauch eine ganz leichte, angenehme Würzigkeit. Theoretisch könnt ihr jetzt alles hier in euren Mixer reinschmeißen, also zum Beispiel jetzt den Schnittlauch. Bei der Minze würde ich jetzt den Stiel hier ein bisschen abmachen. Bei sowas wie Petersilie oder so macht das jetzt keinen großen Unterschied, aber wenn du so harte Stiele hast, das lässt sich dann am Ende nicht ganz so schön pürieren. Und jetzt einfach wirklich die ganzen Kräuter hier rein, also sprich jetzt wie gesagt Petersilie und Koriander. Und jetzt stelle ich nochmal ganz schnell hier Öl auf. Das lasse ich noch ein bisschen heiß werden. Also es soll nicht super heiß werden, aber also es soll schon heiß werden, aber dass man vor allem, dass es nicht zu heiß ist, dass quasi die Kräuter nicht rösten, aber dass man das dann schön pürieren kann und quasi das Ganze zu einer schön einheitlichen Masse. Jetzt hört ihr jetzt ein bisschen zwischen, weil natürlich das heiße Öl jetzt auf das Wasser und die Feuchtigkeit von den Kräutern trifft. So. So, jetzt Deckel hier einfach drauf. So, jetzt sind ja Kräuter und das heiße Öl drin. Und jetzt mixen wir das hier einfach auf ein bisschen über mittlerer Stufe. Und jetzt wirklich so für ungefähr 5 Minuten, dass wirklich alles super schön fein wird. Und dann werdet ihr sehen, was das für eine schöne tiefgrüne Farbe gibt. So, jetzt strömt mir direkt schon ein Geruch entgegen. Jetzt wirklich einfach hier mit einem Tuch und einem Sieb einfach jetzt hier reingießen und dann sickert das schön langsam durch und dann kriegen wir da, und dann wird das auch nochmal schön klar und man erhält dadurch dann wirklich einen schönen Geschmack. Jetzt könnt ihr hier einfach nochmal kurz warten und dann sickert das langsam durch, dann habt ihr eine wunderschön tiefgrüne Farbe, aber das zeige ich euch hier, wie das schön langsam durchsickert. Das braucht einfach eine kurze Zeit, aber wie gesagt, ich zeige euch dann nochmal, wie schön das aussieht und dann sind wir wirklich schon fertig und dann seht ihr, wie so, hier ist es jetzt und vielleicht seht ihr, es hat wirklich eine wunderschön tiefgrüne Farbe und ich kann ja mal ein bisschen näher rangehen, noch einen schönen Geschmack mit. Und falls euch das Video gefallen hat und ihr das ausprobieren wollt, lasst uns auch gerne wissen, wie ihr es fandet. Lasst ein Like und ein Abo da und bis zum nächsten Mal, eure Cook Brothers. Ciao! Vielen Dank fürs Zuschauen und wir wünschen euch viel Spaß beim Nachmachen. Lasst ein Like und ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Eure Cook Brothers.